Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon.
Ja, ich habe mal hier drin ein bisschen was gebaut. Ich habe beziehungsweise ausgehöhlt und gebaut. Habt ihr jetzt alles im Speed gesehen? Ich habe. Das ist der Bereich mit der Kreuzung. Da habe ich jetzt gerade richtig lang mit mir selber gerungen, wie ich es jetzt machen werde. Habe jetzt für mich aber auch schon eine Lösung gefunden. Und zwar, ich werde es jetzt so verwenden, dass wir die Kreuzung hier verändern. Also die Kreuzung wird jetzt mehr ein T werden als ein Plus. Das heißt, wir werden mehr nach hinten gehen. Muss ich nur überlegen, wie ich das dann genau dort oben mache, weil ich brauche nämlich den Aufgang. Das heißt, wir gehen hinten hier raus und dann kannst du hier rauf und dann gehst du dann rüber und dann gehst du ganz rauf. Das habe ich dann links und rechts. Weil ich, ja, ich weiß es jetzt nicht, wenn es jetzt natürlich von der Plattform her bis dahinter geht, dann mache ich es vielleicht sogar zwei entlang, dann könnte es sogar mittig bleiben. Ja, weil einer soll dann hier hin, einer soll dann dahin. Eventuell. Mal gucken. Dasselbe auch hier. Einer soll hier hin, einer soll dahin. Und dann da, wie gesagt, dann da vorne halt meinen Bereich bauen, wo ich dann halt ja Küche habe, wo ich halt das ganze Zeug Graffel habe, wo ich halt brauche, um halt mal sagen zu können, okay, ich gehe jetzt mal schnell in die Küche, hol mir was zum Essen und dann geht's weiter. Genau. Dann haben wir ja gesagt, wollen wir hier so 3x3 Lagerbereiche bauen. Wie es jetzt genau ausschauen, weiß ich noch nicht. Ich muss mir auch mal jetzt dann im auf meiner Testwelt mal angucken, welche Möglichkeiten es überhaupt über die Förderung hat von Systemen. Ich weiß, es ist also es ist Project Red drin, es ist Logistikpipes drin, es ist AE drin, es ist Ender.io drin. Die vier weiß ich, dass wir die haben. Und wie die alle funktionieren, muss ich mir nochmal angucken. Weil so muss ich dann auch mein Lager aufbauen, weil wir müssen ja die Kisten anschließen. Genau. So, das ist jetzt dann die nächste Sache. Und dann habe ich sozusagen hier oben die nächste Kreuzung. Ob das eine Kreuzung wird oder erstmal ein T, da bin ich mir noch nicht ganz im Klaren. Weil ich will eigentlich ja, dass wir dann rüber gehen. Und eigentlich sollte ja dann sozusagen so Art hier nach unten gehen, dass wir LV haben. Und hier nach hinten gehen, dass wir MV haben. Es kann natürlich sein, dass ich es jetzt auch noch größer mache. Dass man dann auch nochmal hier einen Gang nach oben hat. Das wird sich erst in der Zukunft zeigen. Hier kommt dann auf jeden Fall eine zweite Kreuzung hin. Wo man dann auch in die jeweiligen Lager laufen kann. Und hier sollen dann auch mal provisorisch, das ist wichtig, die Maschinen hin. Bis wir dann den jeweiligen sauberen Bereich haben. Und da muss ich mir halt erstmal im Klaren sein, wie ich alles bastel. Genau. So, dann, aber das Wichtigste ist schon hier, dieser Bereich, das wird der Crafting-Bereich. Und der entsteht jetzt sozusagen ab hier. Hab schon mal ein wenig was vorbereitet. Das sind jetzt sozusagen die Ausbuchtungen, die wo man brauchen. Hier kommen jetzt dann Drawer hin und Öfen. Und die haben wir alle schon. Teilweise habe ich schon welche im Inventar. Und mein Assembler läuft, glaube ich, jetzt die ganze Zeit schon und versucht gerade Kisten herzustellen, weil die werden wir jetzt brauchen wie nochmal was. So, das heißt, du kommst hier hin. Ich müsste eigentlich Botania, nicht Botania, ich müsste jetzt schauen, dass ich eigentlich Sugarcanes mal anpflanze. Und das werden wir jetzt auch tun. Und zwar, ich brauche dafür den hier. Ich habe 26 Stück. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hin und nehmen den Eimer.
Crops habe ich unten. Ich stelle da jetzt einfach mal nur eine Kleinigkeit hin, damit wir mal genügend Material zusammenkriegen, dass wir diese Quest fertig kriegen. Dass wir da auch mal weiterkommen, weil das nervt mich. Das nervt mich einfach, dass das hier nicht weitergeht. Gerade. So, dann gehen wir mal hier nach oben. So, dann heißt es jetzt, hier kommt Wasser rein. Dann kommt das hier alles weg. Und deswegen. Bei einem klicke ich natürlich nicht und bei dem geht es dann wieder nicht. So, jetzt haben wir eigentlich ja 2x2 Feld. So, habe ich genügend Dirt, habe ich nicht. Jetzt schon. Gott, mit der Schaufel sollte ich vielleicht nicht mehr schlagen. So, dann hätte ich gesagt, legen wir uns kurz hin. Ich bezweifle zwar, dass wir es noch in der Folge schaffen, weil das Zeug wächst ja nicht so schnell. Ich glaube nur, dass ich mit 13 Stück zu wenig habe. Ja, dann muss ich halt immer schnell reinrennen und welche holen. So, das heißt, wir haben jetzt die IC2 Crops. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei und eins. So, und jetzt hätte ich gesagt, das sind 11 Stück, was ich noch brauche. Ach, das Schlafen hat mich mal wieder zum Speedracer gemacht. Nutze die Speedforce. Zoom. Und zwar 11 habe ich gesagt. Wie gesagt, wenn das dann zweimal oder so oder dreimal dann gelaufen ist, müsste ich eigentlich hoffentlich genügend bekommen haben. Toll. Dann machen wir dich so. Und eins, zwei, drei, vier. Nein. Fünf. Gut. Dann kann das jetzt schon mal laufen. Und ich kann über kurz oder lang meine Quest fertig machen. Und dann kann ich mir meinen Bambus, genau das Wort habe ich gesucht. Da kann ich meinen Bambus anpflanzen. Und dann habe ich auch Sticks, ohne dass ich die ganze Zeit was sägen muss. Na Gott sei Dank ist das Rennen vorbei. So, und du kommst wieder hier hin. Dann finde ich dich auch wieder. Dann legen wir die Blümchen ab. Es ist zwar jetzt nicht schnellsten einer, aber ich brauche halt nur noch 8 Holz und nicht mehr 4 Loks, 4 Holz und ein Flint, sondern einfach nur, er ist gemütlich, aber der kann ja nebenbei laufen, ne? Und das Schöne ist, wir haben noch 14.000 drin. Ich habe hier noch 3.000 drin. Ich habe hier nochmal 420 drin. Ich brauche nur dahinter laufen oder dahinter fliegen. Das Ding müsste wieder voll sein. Genau. Und wie gesagt, irgendwann kommt noch die nächste Turbine dazu. Da haben wir sogar zwei Möglichkeiten. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt diese Säge da. Diese Säge zerstöre ich jetzt aber. Hopp. Das heißt jetzt eigentlich, du gehst jetzt da komplett rein.
und produzierst mir jetzt erstmal nur Kisten. Ich muss noch an was anderes denken. Stopp. Und zwar, ich brauche noch diese Worktable. Das heißt, ich brauche da auf jeden Fall ich hätte mir gesagt, mindestens 8 Stück. Dann hätte ich gesagt, schmeiße ich hier jetzt noch die 8 Bücher rein. Und die 8 Crafting Stations nehme ich auch noch mit. Dann habe ich wenigstens da schon mal 8 Stück. Dann muss ich mal das ganze Holz. Naja, doch, wobei. So, 8 Stück. Kommst auch weg. 8 Stück und 8 Stück. Guck im Assembler ergibt genau und Circuit Nummer 1. Dann müssen wir kurz warten, bis die nächste Kiste fertig ist. Dann kann der schon mal laufen. Und danach kann ich wieder Kisten laufen lassen. Es geht schnell. Können wir fast drauf warten. Weil ich muss jetzt da meine ganzen Sachen nämlich einstellen. Apropos einstellen. Ich will mir... Ups. Hab nämlich gerade mal geguckt. Den Tank habe ich noch nicht abgerufen. Den Golem habe ich noch nicht abgerufen. Aber ist momentan erstmal zweitrangig. Ich habe mir nämlich schon ein wenig was reingeschrieben. Also das da sind die Maschinen, die wir brauchen. Das da ist jetzt aber das, was ich jetzt brauche. Und zwar, ich brauche jetzt eine Iron Saw. Dafür brauche ich 3 Iron Rods, 2 Sticks und eine Sägeblatt. Okay, dann habe ich jetzt gesagt, das Sägeblatt haben wir schon mal. 3 Iron Rods haben wir auch. So, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Und eigentlich müsste der reichen. So, das heißt, wir sind jetzt gerade bei Building Better Bases. Na? Entdeckt? Nicht entdeckt? Ach, der hat einen genommen. Ah, ich muss eine Eisensäge machen, um eine Diamantsäge hinzubekommen. Ja, natürlich. Ey, da muss man mich nicht zweimal drum bitten. Okay, also. Schöner Tausch. Dann haben wir schon mal das da abgeschlossen. Den Obsidian-Schüssel ist jetzt momentan nicht so wichtig, aber das Ding ist wichtig. Wir brauchen 2 Stahlschrauben, eine Weighted Pressure Plate. Eine Weighted Pressure Plate. Das heißt, ich brauche einen Steel Spring. Das heißt, ich brauche jetzt einen Long. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt dann hiervon. Das da. Das muss ich jetzt in die ich schätze, ja genau, in den Forge Hammer rein. Das war der hier. Dann haben wir hier die Bending. Dass ich es momentan auf den da habe. Das freut mich dann, wenn wir dann endlich so weit sind, dass das Zeug mal dann da drin ist. Jawohl, wir haben eine Steel Spring. Dann brauche ich... Ich kann ja mal schnell nochmal gucken. Nicht, dass ich dann vielleicht doch eine in meinen Gruschkisten habe.
Schauen wir erstmal nach. Okay, haben wir nicht. Und jetzt brauche ich 2 Eisenplatten. Könnte ich welche da haben? Jawohl. So, bist du durch? Du bist durch und hast mir meine 8 Stück gebaut. Dankeschön. So, dann brauche ich jetzt als nächstes, ich habe da unten nichts drin, es ist 11 Bau, ich brauche auch keinen Circuit. Tu mal raus. Bau mir mal bitte meine Plate. Gut, dann brauchen wir als nächstes Oak Barrier, das heißt, ich brauche jetzt 8 Oak. Und aus meiner Loading Kiste 2 Strings. Dann haben wir das auch. Dann brauche ich jetzt noch 2 Stahlschrauben. Das heißt, wir holen uns aber schon nochmal eine neue Feile. Denn die ist gleich kaputt. Ja, ich weiß. Jetzt macht's klack. Und wir haben sie. Ich habe mir aber keine neue Säge mitgenommen. Dann sollten wir das mal tun. Und einen Stick. Habe ich die Stahlsäge irgendwo hingeschmissen oder die auch kaputt gegangen? Ich weiß es nicht. Wenn ich sie nicht verwendet habe, werde ich sie irgendwann wieder finden. So, wir haben jetzt 2 Stahlschrauben. Dann brauche ich jetzt von dir den Large Poly. Das heißt, wir brauchen Small Iron Gear. 2 Stück. Wir brauchen Stahlschrauben. 4 Stück. So, das heißt, ich brauche davon 4 und davon 2. Das baue ich jetzt auch hier. So, du kommst hier hin. Das war das da. Wirecut, Hammer und Wirecutter, okay. Ich merke schon, ich muss demnächst mal nochmal einen Wirecutter bauen. Haben wir. Als ich gedacht habe, ich habe mal längere Zeit Stahl. Nein. Aber wir arbeiten dran, dass es das sich bald ändert. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch die Pfeile. Dann haben wir jetzt auch diesen Bereich. So, das heißt, ich brauche jetzt noch ein Wood Gear. So, das ist es mir jetzt wert. Die Sticks müsste ich haben. Gut, dann. Danke, nein, danke. So, und jetzt müsste ich eigentlich dieses Teil hier haben. Jawohl. Und jetzt kommt bestimmt der schlimmere Teil. Denn ich brauche eine Circular Saw Blade.
Das heißt, wir brauchen vier Eisenplatten und jede Menge Werkzeug. Und ich brauche auf jeden Fall mal einen Wirecutter, weil den habe ich gesehen, dass ich den brauche. So, kann ich dich schon bauen? Jawohl. Kommst du dahin, 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 dahin. Und jetzt bräuchte ich eigentlich ja meine Pressure. Achso, ja, ich muss das da einmal umwandeln. Und ich brauche nochmal eine Pressure Plate von vorne. Haben wir. So, dann gehen wir wieder auf die 8. Und dann machen wir das so. So, jetzt müsste ich hoffentlich alles haben. Was wir auch tun. Und ich habe mein Architectures Table. Da kriege ich dann auch gleich noch die Werkzeuge dafür mit. Sehr gut. Dann hätte ich gesagt, ist es schon wieder finstere Nacht. Also legen wir uns mal ein bisschen hin. So, ich habe jetzt dann hier eine Iron Chest, die nehme ich mir auf jeden Fall mal mit. Denn diese Iron Chest werde ich brauchen. Bin ich nur gerade beim Überlegen, wie mache ich es jetzt? Mache ich das alles hier oder mache ich es hier? Ich mache es hier. Gut. Dann kommt auf jeden Fall. Das Teil kommt hier hin. Dann müssen wir nach außen laufen. Ich müsste genügend Platz haben. Brauche auf jeden Fall meine Axt. Denn und meine Picke brauche ich auch. Denn jetzt kommen diese schönen Sachen hier weg. Zwar du. Du und du. Not eaten. Gut, das heißt, wir können das mitnehmen. Dann habe ich nämlich jetzt auch das. Da kommt jetzt der nämlich hier hin. So, dann macht natürlich das nur Sinn, dass die Toolforge hier hinkommt. Und dann brauchen wir einen Stencil Table. Der macht eigentlich hier Sinn. Und der Part Builder macht hier Sinn. Da kommst du natürlich hier mit rein. Okay. Und ich bin gerade beim Überlegen, ob ich jetzt hier ein Crafting Table mit reinbaue. Eigentlich crafte ich hier drin nichts. Ja, mal ein Pattern oder so, aber eigentlich nicht. Kann ja auch eine Nebentische machen. So, trink mal deinen O-Saft bitte. Grüßchen. Okay, also das heißt, das da haben wir schon mal. Ich bin jetzt nur gerade beim Überlegen. Mache ich jetzt hier? Ja, ich hätte gesagt, ich mache sie. Das heißt, ich habe jetzt hoffentlich meinen Wrench einstecken. Nein, habe ich nicht. Dann muss ich meinen Wrench da auch noch mitnehmen. Da ist noch mal dann einer drin. Ich sehe gerade, ich habe da drin auf jeden Fall auch einen Wirecutter. Stimmt, den habe ich hier bauen müssen. Parken mal da oben, bitte. Wie viel habe ich? Baum weg. Ah. Nein, brauche ich nicht.
Drake hat sich erinnert. Hat er auf die Maschine gelegt. Weil die immer wieder auf den Nerv ging, dass ich den Wrench in der Hand hatte. So, okay. Das heißt also, wir machen jetzt das da, das da, das da und das da. Und auch die vier. Reißen wir raus. So. Also wir haben ein bisschen Platz. Und jetzt nehmen wir dich. Und dich erstmal mit. Kann eigentlich gleich alle vier mitnehmen. Vielleicht macht vielleicht dann auch Sinn, dass ich dann eventuell die nächsten Tanks noch baue. Weil es sollte natürlich dann immer Update sein. Aber du kommst mal dahin und du kommst mal dahin. Jetzt sind die natürlich in dem Bildersrucksack verschwunden. Und dann hätte ich gesagt, kommen jetzt dann hier meine Öfen rein. Das heißt, ich habe jetzt dann hier immer Zeit, was durchzubrennen. Ich hätte gesagt, hier kommt jetzt alles rein, was Tinkers in dem Hinsicht zu bedeuten hat und alles, was natürlich Architecture zu bedeuten hat. Ich werde jetzt gleich wieder meinen obligatorischen Timeout kriegen. Ich komme wieder mal nirgends rein. Hurra, hurra. Laufen wir den Weg gleich zweimal. Und tschüss. Ich finde es immer total lustig. Wenn ich zu viel mache oder so. Wenn jemand weiß, wo das herkommt, bitte in die Kommentare. Ich gehe das gerne abstellen. So. Also. Und jetzt brauche ich aber auf der anderen Seite auch noch mein Zeug. Ich bin nur gerade beim Überlegen, wie ich das mache. Ich habe auf jeden Fall mal hier meinen Tank, weil ich brauche da meine Öfen. Nein, das Ding heißt Furnace. Eine Runde Furnace. Und 20 Sekunden Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Dann hätte ich jetzt einfach mal gesagt, dann nehmen wir uns zehn davon. Schmeißen die rein. Und bauen uns mal schnell zwei. So, und dann kann der mich doch gar nicht meinen. Und wir nehmen uns hier ein bisschen was raus. So, du kommst dahin. Kommst dahin. Und okay. Achso, der ist noch da. Ja. Genau. So, dann kommst du jetzt dahin. Und ich brauche jetzt nochmal 8 Öfen. War jetzt, glaube ich, schneller und einfacher, es so zu machen, als wenn ich da vorne jetzt den unterbrochen hätte. Dies, das, jenes. Nein, wollen wir nicht. So, dann kommt es natürlich auch auf die zweite Seite. Dann haben wir nämlich insgesamt 2 Seiten Platz, um Sachen durchzubrennen. Immer wieder, bis wir alles haben. Okay, jetzt bin ich nur gerade beim Überlegen. Macht es Sinn? Oder macht es keinen Sinn, die Table nach oben zu setzen? Oder baue ich sie unten hin? Was ist meine Überlegung? Worktable, hier wird mein Drawer-Bereich.
Ich hätte jetzt aber eigentlich gesagt, ich mache das jetzt so und so und dann habe ich schon mal die zwei. Dann habe ich meine Crafting Tables, dann nehme ich die drei. Natürlich habe ich keine Säge dabei. Warum sollte ich auch? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt was sägen muss. Bauen wir uns halt mal schnell eine neue. Heißt, wenn es dann die Folge rum ist, ist das mal alles ordentlich und sauber aufgeräumt. Ich hoffe es. So, haben wir drei Stück. Haben wir noch mal drei Stück. Ah, weil das da hinten wird erst weggeräumt, wenn das alles sauber steht. So, das heißt, ich habe jetzt hier nochmal drei Crafting-Teile und habe jetzt dann hier meine Drawer. So, dann geht es erstmal hier rein. Ich habe Oakwood Planks da, das ist sehr gut. Das heißt, wir schneiden uns mal ein bisschen was raus. Und ich nehme mir die restlichen und mache da draus Sticks. Denn wir brauchen jetzt die Drawer. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich brauche da drin auf jeden Fall noch Platz. Dann muss der da leider weg und der da muss weg. Dann weiß ich auch, wie ich es aufbaue. Dann kommst du jetzt dahin. Denn wir brauchen einen Table und dafür brauchen wir einen Framing Table. Dafür brauche ich jetzt einen Schraubendreher und vier Fences. Müssen wir doch wieder zurück. Weil die Zäune könnte ich in meiner Superkiste haben. Jawohl, vier Stück. Kann ich das Ding bauen? Mir fehlen drei Holz. Die Muse und Platz. Ich habe Obsidian Ingot. Du kommst erstmal hier rein. Drei Holz. Ich bin momentan nicht gewillt zu sägen. So, dann müsste ich jetzt das eigentlich haben.